Die Sonne erhob sich über den Palästen und Tempeln der Goldinsel. Sie waren leere Fassaden. Die Götter in ihnen waren verloren. Nicht jedoch Phönix. Sie kämpfte mit aller Macht gegen Typhon, den gefürchteten Göttervernichter, und hatte fast schon den Olymp erreicht. Doch zuerst würde sie ein historisches Geheimnis lüften. Phönix erreichte jene Küste, an der einst der große Krieger Philoktetes mit einem eitrigen Schlangenbiss ausgesetzt worden war. Wie hatte er auf dieser Insel überlebt? Warum las Odysseus ihn auf und schleppte ihn in den Trojanischen Krieg, wo Philoktetes dazu bestimmt war, Paris zu töten? Den Stein des Anstoßes für diesen Krieg, der... Langweilig! Bring keinen Stuss über erfundene Witzfiguren und erzähl, wie es wirklich war. Wie es wirklich war? Phönix wollte gerade in das Reich des Kyklopen vorstoßen, wo der weltbekannte Held und Hobbysegler Odysseus fast sein Ende gefunden hätte. Dort sollte Phönix etwas entdecken. Das verlorene Geheimnis der Götter. Zeus, die Höhle des Kyklopen lag am Mittelmeer. Ist mir egal. Und vergiss die Höhle. Ich will die Aussicht genießen. Du kannst doch nicht historische Fakten ignorieren. Das ist dein Problem. Fakten. Ich kann sowas ignorieren. Und was ist dieses Geheimnis der Götter? Oh, darüber weißt du also nichts? Hm, Herr Alleswisser? Tja, hör zu und lerne. Oh, was für eine Aussicht! Hallo? Ist da jemand drin? Phönix beäugte den Kyklopen, den Wächter des Geheimnisses. Doch er schwieg. Denn der arme Tropf war von Kirke, der Seehexe, eingefroren worden. Kirke lebt auf einer völlig anderen Insel. Oder doch nicht? Und sie ist auch keine Seehexe. Nicht Seehexe. Seehexe. Wenn sie was sieht, verwandelt sie's. Weißt du was? Ich wette, dass deine Geschichte nicht eine wahre Sache enthält. Keine einzige. Abgemacht. Was ist dein Lieblingsessen? Die Früchte aus Oma Gaias Garten. Götter, waren die lecker. Und so saftig, dass es mir am Kinn herunterlief. Göttlich. Oh ja, diese Babys waren köstlich. Babys? Von den Mosaiken? Du weißt schon, dass das nur ein künstlerisches Sinnbild ist, oder? Die Früchte der Erde sind nicht wirklich Babys. Das erklärt den seifigen Nachgeschmack. Na gut, wenn ich die Wette verliere, darfst du auch daran teilhaben. Nun, wenn du erlaubst, Phönix erkannte, dass nur der Gesang der Sirenen Kirkes Fluch brechen konnte. Kirke, du gehörst mir. Oh Mann. Nicht ganz. Kirke und ihr Papa Poseidon hatten Verstärkung geschickt. Odysseus war mit mechanischen Flügeln zur Insel mit dem Sirenengesang geflogen. Er hatte sie aus Kirkes Waffensurium und Massagestudio gestohlen.
Du weißt, dass Odysseus Kirke nach Polyphemus besucht hat, aber erzähl ruhig weiter. Phönix allerdings hatte leider keine Flügel. Sie konnte nur hoffen. Durch die Lüfte und siehe da, ein Wunder. Odysseus Flügel erschienen auf ihrem Rücken. Bei den Göttern, ich kann fliegen. Die sind nicht von Odysseus und sie hatte sie schon die ganze Zeit. Prometheus, sie konnte nur ganz fest hoffen. Phönix konnte es kaum erwarten, das Geheimnis der Götter in die Finger zu kriegen. Damit könnte sie den Olymp beherrschen. Du weißt, dass sie euch alle retten will, ja? Warum sollte sie das tun? Vielleicht, weil wir den Sterblichen das Feuer gaben? Dafür habe ich dich zur Strafe für immer an einen Fels gekettet.
Guter Punkt. Warum sollte sie euch helfen? Na bitte! Süßes Kleines. Halt! Das ist ein Minotauros! Was? Eigentlich der Kerberos! War er an dem Wochenende nicht bei Hades? Habe ich Kerberos gesagt? Ich meinte einen Greif. Nimm doch das Schaf, mit dessen Hilfe Odysseus Polyphemus entkam. Nein, ein Löwe! Warum nicht gleich ein Schwarm Hähnchen? Ha! Gute Idee! Das ist doch nicht dein Ernst. Der alte Hahn und das Meer. War das nicht dein Mann? Von Poseidon beschworen, einen Sturm zu entfesseln. Den Gesang der Sirenen fast beisammen, um Kirkes Fluch zu brechen. Das geht eigentlich nur mit Kräutern. Mal unter uns. Das mit dir und den Kräutern nimmt Überhand. Du wirst paranoid, das ist unschön. Jedenfalls spürte Phönix die unsichtbaren Hände ihrer Vorfahren, die ihr die Kraft gaben, Berge zu versetzen. Das ist nicht die Kraft ihrer Vorfahren. Sie trägt die Armschienen des Herakles. Hier geht es nicht um ein magisches Objekt, das schwere Dinge leicht macht, Prometheus. Es geht um Liebe.
Phrynix trat in Odysseus Fußstapfen. Sie würde den Fluch brechen und das Geheimnis lüften oder beim Versuch sterben. Das ist eine Nebenquest. Niemand stirbt bei einer Nebenquest. Bis jetzt. Ha!
Befreite Phoenix den Kyklopen von Kirkes Fluch. O weiser Kyklop, was ist das Geheimnis der Götter? Der Kyklop wandte sich ihr zu und sagte: Phoenix, das Geheimnis war immer schon ein Teil von dir. Was zum... Der Kyklop sagte: Ich bin nur ein kleiner Teil eines lebendigen Planeten. Was ist daran ein Geheimnis? Ich bin in der Zeit zurückgereist, um eine furchtbare Zukunft zu verhindern. Was soll das überhaupt bedeuten? Ich sehe tote Menschen. Ach, komm! Eigentlich brüllte der Kyklop. Ich rieche Menschenfleisch! Ich verflüssige deine Innereien und trinke sie, nachdem ich deine Organe zu Toast gelasert habe. Gelasert? Ja, gelasert, Prometheus. Bist du ein Kind? Der Kyklop konnte das Licht der Sonne in seinem Auge schütteln und... Also eigentlich bräuchte man eine Lupe, um... Dich hat niemand gefragt. Vergiss die Laser! Kämpft! Ihrer neuen Rüstung beschäftigt, dass es ihr egal war. Und Ende. Also gibt's gar kein Geheimnis der Götter. Was? Du hast verloren, oh Zeus. Nicht ein Fünkchen Wahrheit in dieser lächerlichen Geschichte, die du dir ausgedacht hast. Ich, Prometheus, obsiege. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Verzeihung, ich esse gerade. Du hattest recht, das ist so saftig.
Gaias Frucht? Tja, was soll ich sagen? Wette nicht, wenn du an einen Felsen gekettet bist. Eigentlich ist das das Geheimnis der Götter. Unterdrückung! Hab ich die Wette jetzt gewonnen?